gleich gibt es ein Wiedersehen mit Mummin, Schnuffgen und Klein Mü. Beeilt euch schnell, gleich kommen sie. Gleich gibt's die Mummin. Das sind die Mummin. Gleich gibt's die Mummin. Das sind die Mummin. Die Mummins nehmen dich mit fort an einen märchenhaften Ort. Komm mit, gib ihnen deine Hand und fliege mit ins Mumminland. Das sind die Mummins. 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 Die Mummins laufen kreuz und quer den Abenteuern hinterher. Was dann passiert, das seht ihr gleich in der neuesten Geschichte aus dem Mumminreich. Gehörte Nini schon fast zur Familie und sie gewöhnte sich daran, wie ein ganz normales kleines Mädchen mit den anderen zu spielen. Und alle hofften, dass sie bald auch Ninis Gesicht sehen würden. Ich glaube, ich spinne wohl. So was Kopfloses sieht man selten. Oh, was ist denn los? Wir wollen Versteck spielen. Machst du mit, alte Schlafmütze? Aber nicht wieder reingehen und unters Bett kriechen. Ich doch nicht. Nini, geht's dir gut? Ja. Ich würde zu gerne sehen, was für eine Haarfarbe du hast, Nini. Da wirst du gefälligst warten, wie wir anderen auch, verstanden? Wollen wir denn noch tiefer in den Wald, weil da die besseren Verstecke sind? Also ich suche als Erster. Ich werde ganz langsam bis 10 zählen. Dann habt ihr alle Zeit, euch zu verstecken, so wie wir es immer gemacht haben. Nini, hast du verstanden, ja? Also gut, dann fange ich jetzt an zu zählen. Hey, wieso bist du wieder als Erster dran? Sniff, musst du denn immer stänkern? Was soll Nini von dir denken? Auf jeden Fall nicht, dass ich euer Trottel bin. Wenn wir uns streiten, könnte Nini vielleicht wieder unsichtbar werden. Was? Aber nein. Sie soll doch ganz sichtbar werden, deshalb müssen wir lieb und freundlich miteinander umgehen. Du weißt doch, wie freundlich ich bin. Dann sei es auch jetzt. Großes Ehrenwort. Fangen wir endlich an. Ich bin bereit. Alles klar, Nini, bei 10 musst du ein Versteck gefunden haben. Ich drehe mich jetzt um und fange an zu zählen. Und ihr versteckt euch. 1, 2. Du musst weglaufen und dich verstecken, Nini. 3, 4. Weiter, ich kann dich doch noch sehen. 5. Hallihallo, Nini. Du musst keine Angst haben. Warum versteckst du dich nicht in dem hübschen Gebüsch da drüben? Ich komme! Vielen Dank.
Zur Sache. Du bist noch ein bisschen zu sichtbar. Aber wenn du bis morgen hier bleibst, wird sich das mit Sicherheit noch ändern. Bitte, bitte lass mich raus. Oh. Oh. Ja. Was machst du da? Oh. Und morgen, wenn du unsichtbar bist, drehen wir unser Ding. Dass Nini bei euch sein darf. Ich kann dir sagen, dass sie uns viel Freude bereitet. Wir haben sie schon richtig lieb gewonnen. Ja, das habe ich gewusst, Muminmama. Wenn einer Nini helfen kann, dann bist du es. Euer Haus ist der beste Platz, den sie finden konnte. Vielen Dank. Jetzt müssten wir uns eigentlich geschmeichelt fühlen, aber wir tun das bestimmt gern für sie. Ihr seid sehr lieb. Jetzt spricht sie auch schon, wenn auch noch sehr zaghaft und schüchtern, als ob sie es ganz neu lernen müsste. Sprach sie immer schon so, sagen wir, zurückhaltend? Ich weiß nicht, aber es wundert mich keineswegs. Es gibt ja eine Menge Leute, die gut zurechtkommen, ohne ihren Kopf zu benutzen. Kleiner Scherz von mir. Jedenfalls freue ich mich, dass sie jetzt ein paar Spielgefährten hat. Bisher hat sie nämlich so viel, ich weiß, noch nie welche gehabt. Hat sie überhaupt je gelernt zu spielen? Ich glaube nicht. Vielleicht könnte ein kleiner Schock heilsam für sie sein. Klein Mü, du bist gefunden. Gut, dass ich endlich hier rauskomme. Bin ich die Letzte, die du gefunden hast? Nini habe ich auch noch nicht. Wirklich? Klein Mühe, du hast dich also im selben Gebüsch wie Nini versteckt, stimmt's? Wer hätte gedacht, dass Nini so geschickt ist? Es könnte sein, dass sie tiefer in den Wald gegangen ist und sich verirrt hat. Ich habe aber schon überall gesucht. Wetten, dass sie wieder unsichtbar geworden ist, sonst hätte ich sie bestimmt gefunden. Sniff hat wieder mal große Schwierigkeiten. Wo mag sich Nini aber nun wirklich versteckt haben? Keine Ahnung. Diesmal habe ich auch ihre Schleife nicht gesehen. Nini, komm raus! Wir wollen nach Hause gehen! Oh, wo mag das Mädchen denn nur sein? Meinst du nicht, es wäre deine Sache, sie zu finden? Aber nicht nachdem gesagt wurde, dass das Spiel vorbei ist. Also los, Leute, das ist kein Spiel mehr. Wir müssen sie unbedingt finden. Wir durchkämmen alle zusammen den Wald. Kommt! Hallo, Nini! Komm raus aus deinem Versteck! Komm hier, wir gehen nach Hause! Da gibt's Kuchen und Limonade! Nini! Nini, wo steckst du denn
hätten nicht so tief in den Wald hineingehen sollen. Was ist, wenn sie sich nun wirklich irgendwo verirrt hat? Nini! Nini, bist du in deinem Versteck? Komm doch raus, wir warten auf dich. Oh, helft mir, ich bin hier ganz in eurer Nähe. Hast du nicht auch gerade was gehört? Ich weiß nicht. Hilfe, Hilfe, ich bin hier unten. Das ist Nini. Ganz in der Nähe. Nini, Nini, wo bist du? Hier unten, in einer Höhle. Ich kann nicht verstehen, was du sagst. Es klingt ganz nah, aber so dumpf. Nini, ruf bitte etwas lauter, damit wir deiner Stimme folgen können. Oh nein, ich bin in einer Felsspalte. Wirklich, es kommt ganz aus der Nähe. Ruf weiter, Nini, wir finden dich schon. Ich rufe ja so laut ich kann. Ruf weiter, Nini. Ich habe noch nie im Leben so laut geschrien. Hm? Bist du da unten? Ja, Stinky hat einen Stein vor den Eingang geschoben. Nini, hab keine Angst, Nini, wir holen dich da raus. Wir stehen schon vor dem Eingang. Das hier ist der Eingang? Na dann los. Nini, da bist du ja! Danke, Mumin, ich danke euch! Deine Stimme klingt ganz anders. Die war immer so. Sehr eigenartig. Komm, gib mir deine Hand, ich zieh dich da rauf. Ja, ich komme! Hallo, wir sind schon da! Ihr habt sie also gefunden? Oh, Nini, was war denn los? Erzähl bitte, bitte. Nini war da unten drin. Da gibt's doch nichts zu lachen. War ein gutes Versteck. Eine große Gemeinheit, dass Stinky es ausnutzen wollte, dass Nini unsichtbar ist. Unfassbar. Es muss ein furchtbarer Schock für sie gewesen sein. Aber sie ist trotzdem nicht unsichtbar geworden. Das ist doch erstaunlich. Und ihre Stimme ist schon viel kräftiger, klingt wie eine normale Mädchenstimme. Vielleicht, weil sie so schreien musste. Stimmt das, dass du so laut geschrien hast? Ja, Mumin-Mama. Mumin hat gesagt, ich sollte es tun, damit er mich leichter finden kann. Und sie hat wirklich laut geschrien? Das war sehr gut, Nini. Sonst ist es meistens so, dass Leute, die sehr laut sind, meinen, dass sie dann besser gesehen würden. Oft ist das ein Irrtum. Schrei doch mal, Nini, damit ich dich sehe. Gar keine schlechte Idee. Und dann, meine ich, solltest du versuchen, einmal so richtig wütend zu werden. Weißt du, dass es hier im Bauch fast wehtut? Werde richtig wütend auf Stinky, so wie ich. Stinky ist halt so. Aber dann sollte er uns in Ruhe lassen. Oh, warte, Stinky. Warte, Stinky. Du bist doch nicht schneller als ich. Stinky, warte, ich will mit dir reden. Aber ich nicht mit dir. Alles in Ordnung, Sniff? Du entkommst uns nicht, Stinky. Im Wald habe ich Heimvorteil, da erwischt ihr mich nie. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Wir tun dasselbe mit dir, was du mit Nini gemacht hast. Ach, versteht ihr denn nicht? Ich brauche ihre Hilfe. Sie mag dir aber nicht helfen. Deshalb habe ich sie ja hier eingesperrt, damit sie sich's anders überlegt. Du hast genau gewusst, dass sie wieder unsichtbar wird, wenn du ihr drohst. Das war gemein. Aber sie musste unsichtbar werden, damit mein Plan funktioniert. Und jetzt lass mich raus. Das denkst du. Vielleicht morgen mal. Ihr Gauner, ihr Schurken, ihr habt mir so einen schönen Plan ausgedacht. Ihr seid ein gemeines Gesindel. Ich beteilige euch an meinem nächsten Ding. Lasst mich raus. Aber trotz der vielen Aufregung war Ninis Gesicht noch immer nicht zu sehen. Dann, es war etwa 10 Tage später... sind bei dem Sturm locker geworden. Hast du jemals jemanden so aufs Meer starren sehen wie Nini? Naja, vielleicht hat sie noch nie das Meer gesehen. Oh,
Weint sie sogar? Was ist los? Das Meer ist so groß. Viel, viel zu groß. Aber mein Liebes, du musst ja nicht darüber gehen. Mama, Mama, komm her. Ist Nini traurig? Sei unbesorgt, Mumin, sie ist ganz in Ordnung. Sie ist nur erstaunt, wie groß das Meer ist. Eine Menge Wasser, das stimmt allerdings. Das ist doch erstaunlich, wie das Kind reagiert. Ich selbst bin seit vielen Wochen nicht so erstaunt oder überrascht oder ergriffen gewesen. Langweilt sich Mama etwa? Das könnte schon sein. Aber sonst tut sie das nie. Doch jetzt tut sie es ganz offensichtlich. Sie will also, dass etwas Überraschendes geschieht. Überraschendes? Wir werden etwas Überraschendes passieren lassen. Was zum Beispiel? Aber es muss eine echte Überraschung sein. Hör mal, Papa, du willst doch Mama nicht etwa wirklich ins Wasser schubsen, oder? Gäb's was Überraschenderes? Aber das Wasser ist ja noch eiskalt, Papa. Ach, als Mama und ich noch jung waren, haben wir das Wasser nie zu kalt gefunden. Habt ihr beide tatsächlich solchen Quatsch gemacht? Ständig. Du, Papa. Was denn? Ach, eigentlich nichts. Also, Mumi, du darfst mir ruhig glauben, dass Mama das sehr, sehr lustig finden wird. Aber hör doch, Nini. Aber du bist ein gemeiner Kerl. Mumin-Mama hätte sich wehtun können. Tu sowas nie, nie wieder. Nini. Sag mal, du hast doch wohl nichts angestellt. Nichts Besonderes, Mama. Dieses Kind hat allerdings die spitzesten Zähne der Welt. Einfach unglaublich. Doch, nun bin ich endlich wieder zu sehen. Ja, aber bitte verschwinde nicht gleich wieder. Nein, das werde ich nicht. Sie ist ja richtig nett und ein paar toll spitze Zähne hat sie. Ich freue mich so, Nini. Nini. Oh? Mumin, Mama. Ich bin sehr glücklich. Wirst du mich wohl nicht auslachen, du sägezahniges Monster? Darf ich fragen, was es da zu lachen gibt? Gelacht? Ihr habt sie ganz verändert. Sie ist schon frech wie klein Müh. Nini darf endlich ein natürliches kleines Mädchen sein. Und das verdankt sie alles dir und deiner Familie. Nini und ich werden euch bald einmal besuchen, wenn wir dürfen. Dann feiern wir ein Fest mit all unseren Freunden. Oh, Judiki! Oh. Nini! So gingen Tudiki und Nini wieder fort. Nur, dass Nini sichtbar und gar nicht mehr schüchtern war.
Sie sei zu allem bereit, sagte sie. Nur nicht dazu, jemals ihre Tante wiederzusehen. Hinter den Bergen und Bäumen verborgen, da liegt momentan eine Welt ohne Sorgen. Beim nächsten Mal kommt wieder mit, ich führe euch dorthin. Im blauen Turmhaus hoch unter dem Dach liegt Mumin im Mondschein, ist immer noch wach und freut sich auf den nächsten Tag, was er bringen mag. Was er bringen mag. Sie lieben das Lachen und lieben das Leben, die Mumins. Sie lieben die Wolken und darauf zu schweben, die Mumins. So wundersam schöne Geschichten geschehen in Mumintal, ihr könnt sie bald wiedersehen, die Mumins. Eure Mumins.